Jo moin, was geht? Ich bin in letzter Zeit etwas philosophisch unterwegs und habe mich mal gefragt, sind wir eigentlich frei? Und wie würde ich Freiheit definieren? Die erste Frage kann ich schon mal beantworten. Nein, sind wir nicht. Wir sind nicht frei. Jetzt denken einige bestimmt wieder, ja, Fabi, wenn wir nicht frei wären, erklär mir mal, wieso ich mich dann hier frei bewegen kann, meinen Beruf, meine Hobbys frei aussuchen kann, etc. Ja, es ist soweit zwar richtig, jedoch glaube ich, dass man dem Menschen auch etwas geben muss, damit man ihn kontrollieren kann. Nimmt man einem Menschen alles, dann hat man die Macht über ihn verloren. Aber beginnen wir mal von vorne. Wir werden in diese Welt geboren, ob wir das wollen oder nicht. Es ist auf dieser Welt zudem entscheidend, wo man geboren wurde, als was und wer deine Eltern sind. Dies wird immer über deine Zukunft entscheiden, auf welche Schule du gehst, welche Bildung du genießt, welchen Beruf du wählen kannst, etc. Als Kind von reichen, weißen Eltern hat man es in jedem Fall besser als Kinder von Hartz-IV-Empfängern. Als Kind in Blankenese hat man es einfacher als ein Kind in Billstedt beispielsweise. Sicher, Ausnahmen bestätigen die Regeln, doch der Normalfall sieht in Deutschland leider so aus. Die nächste Hürde, die man als Kind zu stemmen hat, ist der Kindergarten. Hier wird schon früh geguckt, wie du dich verhältst. Fällst du aus der Norm, wirst du als krank angesehen und zum Arzt geschickt, der dich auf ADHS, Autismus etc. prüft. Wird eine dieser Krankheiten bei dir diagnostiziert, kannst du dich schon mal auf ein stressiges Leben einstellen. Man wird schnell von den normalen Kindern ausgegrenzt und auch von Erziehern und Lehrern anders behandelt. Die Grundschule entscheidet darüber, auf welche weiterführende Schule man kommt. Haben deine Eltern nach der Schule keine Zeit für dich oder können dir bei den Hausaufgaben nicht helfen, bleibt man oft auf der Strecke. Kinder in dieser Zeit stehen schon früh unter Druck. Sie müssen sich benehmen, aufpassen, gut mitarbeiten, damit sie später einen guten Job bekommen. Aber Kind sein dürfen sie nicht. Wächst man jedoch in ärmeren Verhältnissen auf, spielt sich eher das Gegenteil ab. Hier haben die Kinder zwar mehr Freizeit, aber es gibt kaum Angebote, die die Eltern auch finanzieren können. Auf der weiterführenden Schule wächst der Druck auf die Schüler nochmal ungemein. Es geht in der Schule in erster Linie ums Auswendiglernen von Unterrichtsstoff, den man jederzeit wieder abrufen muss. Deine Noten entscheiden über deinen weiteren Lebensverlauf. Wenn du gut bist, kannst du gegebenenfalls studieren oder eine höher angesehene Ausbildung absolvieren. Für alle anderen bleibt nur der Berufsweg zweiter Klasse, wo man beispielsweise Assistent, Handwerker oder Fließbandarbeiter wird. Also Tätigkeiten, mit denen man nie im Leben reich werden kann, egal wie lange man arbeitet. Verglichen mit früher haben diese Berufe kaum Zukunft. Viele Betriebe werden geschlossen und man endet je nach Alter bei Hartz IV oder Frührente. Altersarmut ist das Resultat. Man darf sich also im Kindesalter keine Fehler erlauben, da du sie dein Leben lang ausbügeln musst. Wie ihr merkt, ist das alles andere als Freiheit. Weder für den Armen noch für den Reichen. Man ist absolut an das System gebunden. Man kann sich dem System natürlich komplett beugen, immer alles tun, was von einem erwartet wird, sich keine Fehltritte erlauben, blind und naiv durch die Welt schreiten. Ein freiwilliger Konformist. Für mich ist das jedoch keine Freiheit. Die große Konstante in diesem System ist das Geld. Hast du welches, kannst du dich freier bewegen, als wenn du wenig hast. Mit Geld lässt sich alles Materielle kaufen. Unsere Gesellschaft ist auf Materielles aufgebaut. Materielles ist wichtiger als Menschen. Man definiert sich über sein Auto, sein Haus, sein Handy, seine Klamotten etc. Will man nun immer dazugehören, so werden diese Dinge natürlich lebensnotwendig. Man strebt nach immer mehr Reichtum, nach immer mehr Materiellen. Verliert man nun seinen Job, ist damit vorbei. Man kann nicht mehr mithalten. Man sagt ja immer, Geld allein macht nicht glücklich. Und es stimmt. Gucke ich mir dann Leute an, die wenig zum Leben haben, sich so gut wie nichts leisten können, sind sie jedoch augenscheinlich viel glücklicher, denn sie sind nicht allein. Man ist untereinander sozial und hilft sich gegenseitig. Man erfährt insgesamt weniger Oberflächlichkeit. Niemand guckt auf deinen Kontostand oder juckt sich für dein Auto, da man froh darüber ist, überhaupt etwas zu haben. Wenn man sich mit seiner ärmlichen Situation abgefunden hat, kann man tatsächlich ein glücklicheres Leben führen als jemand mit Unmengen Geld. Aber glücklich zu sein bedeutet nicht frei zu sein. Man ist auf den Staat angewiesen, man ist allgemein immer von anderen abhängig. Aber zu sagen, jeder ist für sich selbst verantwortlich, man kann ja etwas verändern, ist für mich zu einfach gesagt. Anhand solcher Aussagen merkt man erst, wie sehr das System einen unter Kontrolle hat. Arbeitende Menschen halten sich für etwas Besseres und argumentieren damit, dass sie wenigstens Steuern zahlen und Hartz-IV-Empfänger nur auf ihrem Nacken leben würden. Einer von mehreren Gründen, wieso ich für das bedingungslose Grundeinkommen bin. Dazu kommt aber eventuell noch mein eigenes Video. Wie ihr merkt, dreht sich hier gerade alles ums Geld. Aber merkt ihr auch, dass Geld und Materielles kein wichtiger Faktor ist bzw. sein sollte, um sich frei zu fühlen? Wenn man viel Geld hat, um sich in der Welt frei bewegen zu können, hat man die Zeit nicht. Hat man die Zeit?
hat man meistens die Kohle nicht. Bekommt man Hartz IV, muss man sich zudem am Jobcenter abmelden, wenn man sich länger als 3 Tage nicht zu Hause aufhält, da man jederzeit Jobangebote wahrnehmen muss. Hierbei ist es auch völlig egal, ob und was du gelernt hast. Du musst jeder zumutbaren Arbeit nachgehen. Man fühlt sich wie ein Sklave. Wobei so gut wie jeder Mensch ein Sklave ist. Die einen unfreiwillig, die anderen freiwillig als Systemsklave. So viel zur freien beruflichen Entfaltung. Doch auch die freie Entfaltung unserer Persönlichkeit ist nicht gewährleistet. Menschen, die anders sind, die nicht der Norm entsprechen, werden ausgegrenzt und benachteiligt. Vielleicht nicht mit Gesetzen dafür, aber von der Gesellschaft. So bilden sich immer mehr Parallelgesellschaften, die unter sich bleiben. In Deutschland sieht man immer mehr Fälle von Segregation. In größeren Städten wird das deutlich. Hier wird oft nach Einkommen, Ethnizität und Religion segregiert. Es ist eine ungleiche Verteilung. Man will bestimmte Menschengruppen voneinander fernhalten. So entstehen unter anderem auch soziale Brennpunkte. In meinen Augen ist dies eine neue Apartheid, die nur noch mehr Armut bringt. Städte und Polizei haben diese Stadtteile oft schon aufgegeben. Soziale Einrichtungen machen dicht, Arbeitsplätze schwinden, Menschen werden ignoriert und sich selbst überlassen. Auffällig sind solche Stadtteile besonders im Ruhrgebiet. Sie sind erst in den letzten 20 Jahren zunehmend entstanden durch die Schließung der Zechen, in denen viele bildungsschwache Menschen gearbeitet haben. Nur die wenigsten von ihnen finden neue Arbeit. Früher waren diese Stadtteile SPD-Hochburgen, heute findet man hier die meisten Nichtwähler. Nicht vorzustellen, wenn diese alle plötzlich die falschen Parteien wählen, ihr wisst genau, welche ich meine. Apropos wählen, wer sich die Politik der letzten Jahre genau anguckt, wird schnell merken, dass sich alles enorm um die Wirtschaft dreht, aber nicht ums Volk bzw. den hier lebenden Menschen. Lobbyismus ist ein großes Problem in Europa. Bekanntestes Beispiel ist derzeit wohl die neue Urheberreform. Zahlreiche Menschen gingen auf die Straße, knapp 5 Millionen unterzeichneten die Online-Petition. Alle werden ignoriert. Zum Teil auch diffamiert als Bots oder von Google bezahlte Demonstranten. Als Bürger einer Demokratie kommt man sich dabei schon längst nicht mehr vor. Also sagt mir, wo sind wir bitte frei? Mir würden noch viel mehr Beispiele einfallen, aber es sollte jetzt erstmal reichen, um euch zum Nachdenken anzuregen. Und jetzt sprecht mir nach. Ich bin frei. Bis zum nächsten Mal, euer Überfall.